Alex, du hast deinen Vertrag langfristig verlängert bis 2022. Wieso hast du dich für diesen Schritt entschieden? Aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe in den letzten Jahren hier so viel erlebt, wovon ich eigentlich ja als Kind geträumt habe. Und das, was ich mir hier mit dem ganzen Team aufgebaut habe, drumherum, die Mannschaft, alle Verantwortlichen, ja, das möchte ich jetzt nicht so schnell aufgeben und möchte halt, solange es geht, auf einem sehr hohen Niveau Fußball spielen und natürlich, ja, möglichst mich noch viel verbessern. Wieso liegt dir der Verein SSV Jahren so am Herzen? Warum liegt mir der Verein? Ich habe mich, seitdem ich hier bin, seit meinem ersten Vertrag hier total wohlgefühlt. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen und mich hat es einfach, auch bis jetzt freut es mich einfach, dass ich ein Teil der Mannschaft sein kann. Und ja, ich möchte halt meinen Beitrag dazu leisten, die Mannschaft zu verbessern. Die Mannschaft hilft mir dabei, ich möchte der Mannschaft helfen und da fiel mir die Entscheidung ganz leicht. Jetzt habt ihr ein tolles erstes Jahr in der zweiten Liga hinter euch. Was waren für dich Highlights? Für mich war jedes Spiel ein Highlight. Also ich hätte nie gedacht, dass ich einmal in der zweiten Liga spielen darf, weil ich eigentlich vorher mehr oder weniger überall gescheitert bin. Und wir als Regensburg können sagen, wir haben die Liga gerockt. Wir sind Fünfter geworden. Und das ist so sensationell, was die Mannschaft geleistet hat, was jeder Mitarbeiter für uns getan hat. Und ja, das ist einfach eine pure Freude. Und ich glaube, ja, klar gab es auch Spiele, die scheiße waren, auch von mir. Aber wir sind auch nur Menschen, machen Fehler. Und trotzdem, also die Saison war einfach nur geil. Blicken wir noch voraus. Was hast du dir jetzt für die nächsten Jahre vorgenommen, persönlich und auch mit der Mannschaft? Ja, persönlich habe ich mir einiges vorgenommen. Ich möchte unbedingt den nächsten Schritt machen, um mich weiterzuentwickeln. Ich habe jetzt gemerkt, wenn ich nicht bei 100% bin an einem Spieltag, dann sieht es für mich auch schlecht aus an einem Spiel. Und ich möchte halt konstanter werden und möglichst immer der Mannschaft helfen, auf einem sehr hohen Niveau zu spielen. Und ja, meine Ziele sind natürlich auch im nächsten Jahr unbedingt den Klassenerhalt zu schaffen. Das ist, glaube ich, auch das einzige Ziel, was wir haben. Da bin ich sehr guter Dinge, weil wir echt eine geile Mannschaft sind. Und das, denke ich mal, schaffen wir auch wieder. Wir freuen uns drauf und viel Erfolg. Danke.